Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mirror's Edge. Oh, ja, lass dich fallen. Wow. Ich bin gerade auf einen Zaun mit Hochspannung zugelaufen und habe mich dran festgehalten. Ich bin ein Genie. Ein Genie bin ich. Hier geht's nicht lang. Hier aber. Wir finden schon immer einen Weg, irgendwie. Drumherum, wenn da Hochspannungszäune den Durchgang versperren. Ich meine, sie müssen das tun, das ist ihr Job. Dann kann ich den auch nicht irgendwie vorhalten. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach so, ein Knopf. Den hätte ich ja fast übersehen. Okay, und schon ist der Hochspannungsteil des Zauns, ja, Geschichte. Das ist jetzt nur noch ein Zaun. Und Zäune sind zum Klettern da. Das weiß auch jeder. Wir wollen jetzt erstmal zum Helikopterlandeplatz-Dingens. Ey. Da war irgendwas, was aus dem Boden rausgeguckt hat. Wie blöd. Und noch ein Koffer. Da wäre ich fast runtergeknallt. Das muss ja nicht sein. Ich sehe mir gerade die Baupläne an. Das ist ein Labyrinth. Und es ist ruhig. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. Hier sieht das nicht sehr gut aus, finde ich. Ja, eine Treppe ist immer ein guter Weg nach oben. Aber irgendwie... will auch hier nichts passieren. Moment. Nein. Das müsste doch gehen. Zum Glück ist das hier ein Neubau. Das ist also noch nicht mal fertiger. Also es ist ein Rohbau. Naja, auch kein Rohbau. Es ist so zwischen Rohbau und fertig. Auf jeden Fall ist hier noch viel offen. Da können wir doch gut herumtoren. Ein Paradies für einen Runner quasi. Oh. Das war nicht sehr cool. Das heißt dann wohl nein. Ja, wir antworten ihm einfach nicht. So ein... wow. Arsch sind wir. Da möchte ich hin. Nein, Moment, wo komme ich denn da hin? Nirgends. Hey. Will ich ja hoch. Au. Das ist gerade nicht sehr nett, was hier abgeht. Da muss ich hin, ja. Da war ich gerade auf dem Weg. Ja, jetzt geht's. Und eine Leiter wartet. Ach, so weit wie möglich springen, denn klettern ist langsamer als springen. Wo lang jetzt? Ein kleiner Ruckler war hier gerade. Ach, hier kann man ja einfach durch. Ich vergaß. Ich finde die Lichteffekte übrigens sehr gelungen. Oh, nein. Ah, verdammt. Da wollte ich... ich bin runtergegangen schon, aber da ist sie zu schnell gestorben. Ist ja irgendwo ein Ventil. Hier nicht. Ventilicus Maximus. Und ich würde hier... ja, genau. Hier wollte ich hoch. Denn hier ist ein Ventil. Dass es zuzudrehen geht. Gilt, nicht geht. Ich hab...
geht gesagt, das ist natürlich Quatsch. Nicht, dass ihr euch da falsche Dinge von mir abguckt. Miller, shit. Ich hätte niemals einem Cop vertrauen sollen. Er gehört zu Roadburn. Ich wette, er steckt bis zum Hals in dieser Icarus-Sache mit drin. Ich mache mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich über Pope und Kate rausfinden kann. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Da ist eine Treppe, die sollte uns irgendwie nach oben führen. Rooftops, Top Assacks, ja, also Dachzugang. Wow! Hat er dich geschickt? Ihr könnt beide zur Hölle gehen. Niemand bedroht dich. Ja, mir geht's gut. Man merkt schon, dass das ein Wrestler ist. Aua! Bring mich nicht um. Das wäre sehr freundlich. Ich habe Faith noch sehr lange atmen gehört. Das hat mich erschreckt. Und... Buh. Hat er dich geschickt? Ihr könnt beide zur Hölle gehen. Niemand bedroht dich. Doch, ich. Aber erstmal wirfst du mich weg. Ich weiß schon. Hey. Ja, mir geht's gut. Okay, erst Zeitlupe aktivieren und dann greifen. Okay. Einfach nur greifen. Zeitlupe war hier gerade ein bisschen unnütz. Es kostet uns so unnötig Zeit. Das ist nicht mein Atmen, das war Faith. Finde ich ein bisschen blöd, dass ich, ich meine, ich habe da Zeitlupe aktiviert und sofort gegriffen und es hat nichts gebracht. Das heißt, man muss gleich einfach nur greifen. Das ist so eine Art Quicktime-Event und ich hasse Quicktime-Events. Oder muss ich weglaufen? Ich hasse sowas. Du solltest schnell reden. Deine Hände fangen an zu schwitzen. Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Klar. Es muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik. Wer hat Pope erledigt, du? Nein, ich hab jemanden angeheuert. Wen? Einen Profi. Wir treffen uns morgen um 2 im Atrium des Einkaufszentrums. Du erkennst ihn schon. Warum war Miller hier? Ah, bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir. Vorsicht, Faith. Wenn du mich linkst, bist du Matsch. Klar, klar. Ah! Ah! Shit, Merk, hier schießt jemand. Roadburn hat's erwischt. Was zur... Die Cops lösen die Party auf, also verschwinde. Ja, da bin ich auch dafür. Okay, wo lang? Da, da ist die Tür. Aufmachen. Hey, fällt gerade nicht sehr viel von Türen öffnen. No. Aua. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Was ist denn da schiefgelaufen? Das könnte man ja mal analysieren, was ich da alles falsch gemacht habe. Es waren ja sicher mehrere Dinge. Wow, also die sind hier, seht ihr, das mag ich nicht. Ich mag diese Schusspassagen nicht, wo man irgendwie in Kampf gezwungen wird. Okay, ich kann diesen Fahrstuhl nicht nutzen. Na, wo ist der Nächste? Ach, jetzt, wo ich auf einmal eine Waffe habe, wollt ihr nicht mehr? Kann ich das Teil an... Ja, kann ich. Wo muss ich hin lang?
Ach, hier. Oh oh. Das hätte besser gehen können. Eindeutig. Aber es hat funktioniert. Jack Knife hat wohl recht gehabt, dass Roeburn dahinter steckt. Ich frage mich, wer dieser Profi ist. Ich verstärke dein Signal. Such du einen Weg. Okay. Okay, brechen wir erstmal alle Türen auf. Warum auch nicht? Nein, hier muss ich auch nicht lang. Au! Okay, ich habe verstanden, was man von mir will. Glaube ich. Ich soll mich da oben auf einmal so mit dieser RB-Taste hier rüber springen. Tun. Nein! Warum macht sie es denn nicht? Geht doch. Gar nicht so kompliziert. Das Signal steht. Scheint, als hättest du Ruhe vor den Cops. Für den Moment. Die Haltestelle Riding Park scheint geschlossen zu sein. Irgendwelche Renovierungsarbeiten. Nein, hier komme ich nicht lang. Komme ich da irgendwie? Okay, die Scheibe kriege ich nicht kaputt. Da oben muss ich hin. Na, ich denke mal... Das könnte eine Möglichkeit sein, ja. Ja, das wird funktionieren. Da bin ich mir sicher. Jetzt nochmal hier hoch. Oh Mann, die Cops kommen in die U-Bahn. Du musst weiter runter, Faith. Okay, wir kriegen das hin, irgendwie. Weiter runter, hat er gesagt, nicht? Nein! Hallo, ich bin gefangen. Macht wieder auf. Gut, dass man das wieder aufmachen kann. Das heißt, selbst weil ich der jetzt so langsam war, kann das hier noch schaffen. Dankeschön. Die Cops schneiden dir den Weg ab. Mach dich kampfbereit. Und die Szene hier erinnert mich irgendwie extrem an Matrix. An den Kampf von Neo gegen Agent Smith. Weil es auch an so einem Bahnsteig ist. Aber allgemein einfach. Dieses Spiel erinnert mich sehr viel an andere Dinge. Das, was ja nicht schlecht sein muss, weil gerade Matrix ist, wie wir wissen, ein Meisterwerk. Boah, nee, das ist mir jetzt... Aua, das tat weh. Wir wollen nicht nett. Wir wollen nicht nett. Ich glaube, diesmal nehme ich die Treppen. Verdächtige Gesichter. Nein, zu früh gegriffen. Ich denke mal, man kann sich hier entweder durchschießen oder schleichen. Ich mach's einfach mal so. Weil,
Ich will das ja heute noch schaffen. Und ich kenne mich. Ja, komm, jetzt reicht aber auch langsam mal. Okay, der Zug, der muss vorbei. Weil wir können ja nicht, also wenn ein Zug da ist, dann können wir ja nicht dabei darüber laufen. Das geht ja nicht. Also ihr dürft nicht über Schienen laufen. Also gar nicht. Aber wenn ein Zug da ist, erst recht nicht. Ja, und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.